Hallöchen ihr Lieben, ich bin Eva und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einer neuen Rezension auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genau, es ist mal wieder Zeit für eine Rezension und ich muss zugeben, die letzte liegt schon eine ganze Weile zurück. Die letzte Buchrezension auf jeden Fall, denn ich habe die letzten 2 Monate mit diesem Buch verbracht. Das ist Panic von Lauren Oliver. Wer Angst hat, ist raus. Ich lese euch jetzt erstmal vor, worum es geht. Panic begann wie so viele andere Dinge in Carp. Eine arme Stadt mit 12.000 Einwohnern mitten im Nichts, weil Sommer war und es nichts Besseres zu tun gab. Heather hatte nie vor, an dem verbotenen Spiel für Schulabgänger teilzunehmen, denn der Gewinn ist zwar hoch, aber der Einsatz auch und sie ist weder furchtlos noch eine Kämpferin. Doch schnell wird ihr klar, dass es nur den richtigen Grund braucht, um dabei sein zu wollen und dass Mut auch eine Frage von Notwendigkeit ist. Dodge war sich immer sicher, dass er bei Panic mitmachen würde. Er hat keine Angst, denn es gibt ein Geheimnis, das ihn durchs Spiel pushen wird. Aber dann stellt er fest, dass auch andere Geheimnisse haben und um zu gewinnen, muss man seine Gegner kennen. Das Spiel beginnt und nur eins steht fest, Panic wird alles und jeden verändern. Ja, und das sagt schon ziemlich viel über dieses Buch aus und ich muss gestehen, als ich diesen Klappentext das erste Mal gelesen habe, war ich tatsächlich so ein bisschen an Tribute von Panem erinnert. So ein Spiel, das verschiedene Opfer verlangt, ist meiner Meinung nach sehr Tribute von Panem mäßig. Allerdings muss ich sagen, absolut gar nicht. Also es hat mit Tribute von Panem wirklich gar keine Ähnlichkeit. Allerdings, was schon sehr Tribute von Panem mäßig ist, ist der Anfang. Direkt auf der ersten Seite steigen wir mitten im Spiel ein quasi. Es ist so ein bisschen die Teilnahmebedingungen, die uns auf den ersten Seiten erwartet, beziehungsweise jeder muss eine kleine Aufgabe erfüllen, um dabei zu sein. Und das ist direkt der erste Teil. Später ziehen sich diese Aufgaben so ein bisschen durch, denn letztendlich wird deine Angst getestet. Denn wer Angst hat, der ist raus und hat damit überhaupt keine Chance mehr zu gewinnen. Und dementsprechend werden die Aufgaben immer ein bisschen heftiger, denn es kann ja nur einen Gewinner geben. Ist eine interessante Spielkonzeption, sag ich mal. Witzig, dass die Leute auf solche Ideen kommen. Als Leser erleben wir diese Geschichte aus 2 verschiedenen Perspektiven. Und zwar einmal aus der Sicht von Heather und einmal aus der Sicht von Dodge. Die beiden haben im ersten Moment nicht so viel miteinander zu tun, da sie dann aber ja beide Teilnehmer des Spiels sind, wie der Klappentext ja bereits verrät, haben sie natürlich dann im Endeffekt Wege, die sich kreuzen und, ne? Beide Charaktere erzählen uns quasi ihre Geschichte aus der RCS-Perspektive. Dadurch bekommen wir als Leser auch gleichzeitig nochmal so ein bisschen mehr Infos, dass wir nicht nur bei unseren Charakteren sind, sondern auch ein bisschen was von den dritten Charakteren mitbekommen, die halt zusätzlich außenrum postiert sind, quasi. Und letztendlich gibt es ziemlich viele wichtige Nebencharaktere. Was mir allerdings sehr gut gefallen hat, war, dass diese auch sehr gut ausstaffiert worden sind mit Charakter und allem. Also wirklich zu Figuren geworden sind, die einem gefallen können. Und was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist, dass das Spiel Panic an sich nicht der reinste Mittelpunkt ist. Also es ist schon der Mittelpunkt der Geschichte, aber nicht der Kern des Ganzen. Denn es geht auch darum einfach, dass, naja, aus Langeweile nach dem Sommer des Abiturs, also aus Langeweile ist in dem Sommer nach dem Schulabschluss quasi dieses Spiel entstanden. Aber es geht eben auch um so viele andere Dinge, die dieser lange Sommer nach dem Schulabschluss mit sich bringt. Eben wichtige Entscheidungen mit, was will ich aus meinem Leben machen, was erwartet mich jetzt, wie gehe ich in die Welt, will ich studieren, will ich eine Ausbildung machen, will ich wegziehen, will ich bei meinen Eltern bleiben, was will ich eigentlich machen? Und ich denke mal, jeder, der mit der Schule bereits durch ist und vor dieser Entscheidung stand, der weiß, wie viele Fragen das mit sich bringt und wie kompliziert es sein kann, da eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise wie schnell es auch einfach gehen kann, dass man sich falsch entscheidet und irgendwann nochmal wieder umentscheiden muss. Und das sind eben so alles Dinge, die vor die unsere Charaktere gestellt werden und die halt letztendlich auch Angst mit sich bringen und die eben Mut erfordern, um beantwortet werden zu können. Das heißt also, es ist nicht so ganz nur dieses Spiel der Mittelpunkt, sondern eben auch das, naja, blöd gesagt, aber das Erwachsenwerden der Charaktere, denke ich mal. Der Schreibstil an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Von Lauren Oliver habe ich ja bereits die Amor-Trilogie auch begonnen. Da fehlt mir noch der letzte Band. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Also die Autorin würde ich auf jeden Fall weiter empfehlen. So. Dieses Buch ist ein Einzelband, worüber ich sehr froh war eigentlich, weil es gibt im Moment so wenige Einzelbände, die man lesen kann. Panic kann man sehr gut lesen. Meiner Meinung nach war es sehr einfach, das Buch zwischendurch auch mal wegzulegen. Dann wieder mal das Buch einfach wiederzunehmen. Das heißt, man konnte auch mitten im Kapitel einfach mal das Buch zur Seite legen, wenn man gerade nicht weiterlesen konnte. Wusste hinterher aber trotzdem immer noch, wo man war. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Kapitel waren nicht so lang, also man kann theoretisch auch Kapitel für Kapitel lesen, auch wenn man dann natürlich immer weiterlesen will, weil Ende von Kapiteln sind spannend. Manchmal sind die sehr spannend. Aber ja, ich habe jetzt halt wirklich sehr, sehr lange für dieses Buch gebraucht, aber es hat eben sehr gut ist es eben sehr gut gewesen, dass ich das Buch zwischendurch auch mal weglegen konnte, um trotzdem dann eben wieder dazu zugreifen zu können. Letztendlich muss ich jetzt aber auch sagen, dass es kein Must-Read ist. Also wenn ihr es nicht lest, dann ist das jetzt auch kein Drama. Es hat von mir solide 3 Sterne bekommen. Ich denke, damit kann jeder leben. Also ich kann damit leben, das Buch kann damit hoffentlich auch leben. Es ist eine sehr schöne Geschichte, die mich jetzt längere Zeit begleitet hat, aber ist jetzt halt keine tiefgehende Geschichte, die jetzt irgendwie große Gedanken mit sich gebracht hat, so dass es noch lange hängen bleibt. Aber ich habe ein paar sehr schöne Lesestunden damit gehabt. Ja, das war jetzt auch schon wieder meine Meinung zu Panic von Lauren Oliver. Ich bin auf jeden Fall jetzt so eingestellt, dass ich den 3. Band ihrer Amor-Trilogie auch demnächst mal lesen möchte, damit ich die Reihe auch mal beendet habe. Wenn ich jetzt schon gerade mit dem Schreibstil so dabei bin. Ja, wie gesagt, gefallen hat mir das Buch sehr, sehr gut. Wenn ihr möchtet, wenn euch die Geschichte jetzt irgendwie spontan zugesagt habt, dann greift gerne auch zu dem Buch. Es kann euch auf jeden Fall nicht enttäuschen, wenn ihr nicht mit zu vielen Erwartungen rangeht, sag ich mal. Also Tribute von Panem, ne? Also schon mal schön niedrig bleiben. Tribute von Panem ist jetzt mit der Latte ein bisschen hochgelegt. Ansonsten, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wie hat euch das Buch gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, wenn ihr weitere Rezensionen sehen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten, ehemalige Rezensionen, die es bereits auf meinem Kanal gibt, könnt ihr hier an der Seite sehen. Oder schaut auch gerne einfach mal vorbei, wenn ihr Neuzugänge oder alles andere sehen wollt. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in den Kommentaren sehen. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.